Was war die Idee, einen Roboter wie Pepper einzusetzen im Seniorenzentrum Falkenhof? Ich habe verschiedene Ideen gehabt. Etwas Neues, etwas anders können anbieten und die Möglichkeit anbieten, können Kontakt haben mit so technischen Sachen, wo man sonst eher nicht die Gelegenheit hätte. Ich habe gefunden, Pepper könnte sehr gut für die Zusammenarbeit mit und für Senioren passen. Was sind Peppers Aufgaben beim Falkenhof? Also wir haben verschiedene Phasen gehabt. Wir haben angefangen mit Aktivierungen, das heisst Turnen mit unseren Senioren, Gedächtnistraining, Spielen, Märchen erzählen. Die ersten 4 Wochen haben wir Gruppenaktivitäten gemacht. Nachher hat Pepper Einzelaktivitäten gehabt, im Zimmer mit Bewohner, Bewohnerin zusammen. Und da war natürlich immer eine Mitarbeiterin dabei. Die zweite Phase, Pepper hat unsere Verwaltungsmitarbeitenden unterstützt. Eingang unsere Gäste begrüßt. Und wie war so das Feedback der Bewohner? Es war ganz spannend. Hauptsächlich haben wir sehr positive Rückmeldungen gehabt. Hat natürlich so ein paar Skeptische gehabt. Das darf man ja. Mir ist aber wichtig, dass wir die Möglichkeit anbieten, für Leute können überhaupt Meinungsbildung machen. Dass man wirklich kann mitreden kann. Interessant war, diejenigen, die skeptischer waren oder irgendwie nicht so mit den Maschinen haben wollen, immer, wenn sie das Gefühl haben, dass niemand sieht, sind die eben zum Pepper irgendetwas so gestreichelt oder geredet mit ihm. Das war ganz köstlich. Aber wir haben sehr berührende Momente erlebt, vor allem mit sehr fortgeschrittenen, dementen Menschen und Pepper. Das ist unbezahlbar. Das möchte ich nicht vermissen. Ja, schön zu hören, wirklich sehr, sehr schön. Ich würde es wieder machen, dürfen miterleben, wie wenig Berührungsängste unsere hochaltrigen Mitmenschen haben. Wie zukunftsorientiert hochaltrige Menschen können sein und wie auch unsere Mitarbeitenden wie bereit sind, wagen und Mut haben, so etwas mitmachen. Die würde es wieder machen. Es war eine ganz tolle Sache. Ja, freut mich sehr. Danke viel, viel mal.